Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten. Ja, meine neue Vlogging-Kamera, eine Canon 250D mit einem 10 bis 18 mm Objektiv. So, jetzt haben wir das optimale Gerät hier. Was ich sagen muss hier, so 10 mm noch. So, das ist jetzt das optimale Gerät. Kann ich jetzt hier noch steuern sogar mit der Hand. Und ja, jetzt kann ich sogar ein bisschen flotter gehen. Es ist hier alles sauber verbunden. Es dürfte hier nichts mehr wackeln. Oder ne. Seht ihr genauso. Alles weiche Bewegungen. Und ja, das ist jetzt hier meines Erachtens die optimalste Version, was man hier alles haben kann. Gimbal, dass das nichts verwackelt, sauberes Mikrofon, dass wir einen sauberen Ton haben. Und was haben wir noch? Und einen sauberen Eye-Tracking-Autofokus, der auf meine Augen die ganze Zeit fokussiert. Und 4K noch. Also da muss ich echt sagen, das ist jetzt eigentlich mehr Vlogging at its best. Und ja, kann natürlich auch immer noch hier zoomen, wenn ich mal wieder wichtigere Sachen sagen muss und wieder unwichtigere Sachen. Zum Beispiel, das ist jetzt hier meines Erachtens das Königsdisziplin. Meiner Meinung nach. Und ihr seht auch, wenn ich hier beim Joggen bin, dürfte das hoffentlich alles noch ziemlich smooth ablaufen. Wenn ich es noch smooth haben möchte, muss ich halt auf 50 Bilder umstellen, zwar im Full-HD-Modus wieder zurückschalten, aber es ist halt ein kleiner Tod, den man sterben muss. Gut, dann würde ich sagen, that's it is. Da können wir schöne Filmaufnahmen in Zukunft machen. Freue mich schon richtig drauf. So, jetzt hier Herausforderung von hell in dunkel. Ja Leute, ich hoffe, dieses kleine Ausflugsvideo hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich freuen, hier über einen Daumen hoch. Hier oben könnt ihr abonnieren und hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Also Leute, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen, bis demnächst wieder zu einem elektrotechnischen Video. Tschüss.